Digitalisierung ist ein sehr starker Trendbeiträger. Wir freuen uns, dass die Kunden auf uns zukommen mit diesem Thema und versuchen jetzt gemeinschaftlich sehr gute Lösungen zu finden. Die Stadtwerke haben ein IoT-Netzwerk in der Stadt installiert und wir brauchen natürlich Partner, die darauf arbeiten und sinnvolle Anwendungen finden. Mit dem, was Dräger an Gasmesstechnik einsetzt, können wir im Reallabor Lübeck ideal arbeiten. Wir haben starke Technologien schon seit Jahren. Wir haben starke Partner, mit denen wir Produkte entwickeln und die wir mehr und mehr auch im digitalen Zeitalter gemeinsam nach vorne bringen können. Wir als Microsoft freuen uns darüber, unseren Kunden und Partner dabei zu unterstützen, mehr zu erreichen. Der digitale Spirit bei Dräger wird hier sehr deutlich und man merkt auch sehr eine Leidenschaft für die Technologie und dafür Probleme der Menschen anzugehen, damit diese ihren Alltag auch leichter gestalten können. Digitalisierung für uns in unserem Bereich bedeutet, dass wir unsere Arbeitsabläufe effizienter gestalten können, besser miteinander kommunizieren können, gerade standortübergreifend oder auch in verschiedenen Zeitzonen. Und das bedeutet, dass wir für unsere Kunden viel bessere Lösungen schaffen können durch Vernetzung und große Datenmengen, dass wir sie im Alltag unterstützen können. Eines unserer digitalen Projekte ist es, eine Drohne zu modifizieren und mit diesem herkömmlichen Dräger-Messmittel Messungen an Orten durchzuführen, wo ein Mensch jetzt erstmal so nicht hinkommen würde. Im Alarmfall fliegt die einsatzbereite Drohne direkt in den Gefährdungsbereich. Dort misst sie die Substanzen in der Luft und übermittelt dadurch ein erstes Bild der aktuellen Lage. Die Drohne ist über einen Autopiloten gesteuert und verbindet sich dann mit einem Cloud-Service, um dort die Messergebnisse mit einer Lokalisation hinzusenden. Die Arbeit an digitalen Lösungen bei Dräger ist wichtig, weil wir damit die Arbeitsplätze von Menschen sicherer machen können. Alle Menschen sprechen immer von Digitalisierung, aber im Grunde genommen geht es ja vielmehr darum, wie wir uns digital transformieren. Und ich finde, das ist halt eben genau das, was Dräger jetzt zum Beispiel auch mit dieser Garage macht. Die Dräger Garage ist ein Open Space, wo wir mit Partnern zusammen neue Wege finden, speziell im digitalen Zeitalter. An meinem Arbeitsplatz bedeutet digitale Technik schon jetzt einen riesen Fortschritt. Wir sind ein fast komplett digitales Krankenhaus und ein Teil davon kommt von Dräger. Das ist Dräger ICM seit vielen, vielen Jahren bei uns im Betrieb. Und deswegen weiß ich, welche Vorteile uns Digitalisierung bringt. Es ist alles verfügbar, zu jeder Zeit verfügbar. Und deswegen glaube ich, das wird die Zukunft sein, das ist der Fortschritt. Da werden wir nie wieder darauf verzichten wollen. Ich finde es richtig cool, dass ich heute dabei sein darf, während Dräger mit seinen Kunden an neuen digitalen Lösungen arbeitet. Die Digitalisierung erlaubt es uns, dass wir uns noch mehr vernetzen als Menschen, beispielsweise in sozialen Netzwerken. Doch auch mit den Dingen und die Dinge untereinander im Internet of Things. Eine große Chance, denn wir machen Technik für das Leben. Wenn wir von Digitalisierung reden, dann denken die meisten erstmal an neue Technologien. Was genauso dahinter steht, ist natürlich ein digitaler Spirit, eine Denkweise, flexibel und agil im Kopf zu sein, um sich schnell auf sich verändernde Rahmenbedingungen einstellen zu können. Denn der Mensch und die Zusammenarbeit zwischen Menschen ist das, was bei Dräger im Mittelpunkt steht.